So, willkommen beim neuen Part Pokémon Paul. In diesem Part versuchen wir, die Stadt Flori zu erreichen. Aber zunächst müssen wir durch diesen Tunnel hier. Da wir jetzt die VM6 Zertrümmerer haben, können wir diesen Pfad auch passieren. Aber zunächst schauen wir erstmal nach, was sich hier alles befindet. Und? Schätze, ich kriege Schätze. Oh, nur ein Item. Bist du ein Schatz? Felsgrab sieht mir aus wie ein Schatz. Cool, ich habe einen Schatz gefunden. TM39, Felsgrab. Gut, kann ich es einem meiner Pokémon vielleicht beibringen? Was haben wir denn für Optionen? Kampffalke, Frau Löwe, Waterloo und die anderen interessieren uns nicht. Na gut, dann gibt es hier nichts mehr, bis auf diese verdammten Felsen. Die könnten wir jetzt theoretisch alle zerhacken in der Hoffnung, dass wir ein TM ein Item bekommen. Allerdings ist es mir zu aufwendig. Und hier taucht ein Zubat auf. Es hat Level 4. Süß. Aber keine Gnade, selbst einem Zubat darf man... Halt, warte, was habe ich gemacht? Warum bin ich gerade geflohen? Achso, weil es nur Level 4 hat, stimmt ja. Okay, wir haben den Pfad auch schon beendet. Das war relativ leicht in einer Minute. Ja, gut. Und bist du ein Trainer? Ziehst du verschiedene Arten von Pokémon auf? Wenn du nur Pokémon eines Typs besitzt, wird es irgendwann schwer für dich, gegen Pokémon, die gegenüber diesem Typ im Vorteil sind, zu bestehen. Ja, also man sollte da seine Pokémon nicht nur auf einen Typen aufbauen, sondern auf mehrere, um im Kampf einen Vorteil zu haben. Oh, du bist eine Trainerin, okay. Ich glaube, du müsstest einen Rosalia haben, soweit ich mich erinnern kann. Lass uns kämpfen, während wir den Duft der Blumen genießen. Yay! Okay. Let's go. It's time for a battle. Aroma Lady Zara. Okay, Knospi. Ich habe mir schon gedacht, dass sie sowas in der Art besitzt. Entweder ein Roselia oder ein Knospi. Naja gut, also, ich greife an mit Flügelschlag. Eine effektive Attacke. Und, ja, natürlich wird es ein One-Hit-Kill. Gut, das war das Knospi. Leichtes Spielchen für unser Flug-Pokémon. Da Flug-Pokémon stark gegenüber Pflanzen-Pokémon sind. Und ein weiteres Pokémon. Ah, Kirschen. Kigugi. Okay, den Namen habe ich zuvor ja noch nie ausgesprochen. Kigugi. Kikuki. Kigugi oder Kikuki? Ich meine, das ist ein K, ne? Kein G, aber Kikuki klingt ein bisschen komisch. Und Level 14? Nein, noch nicht. Schade. Obwohl ich verloren habe, bin ich nicht wütend, denn es riecht so gut hier. Oh, so viel Gras geraucht, was? Ah, ja, ja, so geht's mir auch manchmal. Naja, gut. Hier ist ein Item. Es ist ein Aufwecker. Damit können wir Pokémon aufwecken, die schlafen im Kampf. Und wer bist du? Wer bist du? Na komm. Sag mal, was hältst du von Käfer-Pokémon? Sie sind schwach, sind scheiße und ist die schwächste Pokémon-Typenart im Spiel. Nein. Es gibt ein paar starke Käfer-Pokémon, wie zum Beispiel Rotom oder... Nee, Rotom nicht. Ramot heißt das Pokémon aus der 5. Generation. Und die Entwicklung von... wie heißt das Pokémon? Dieses Libellen-Pokémon. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber das hat auch eine starke Entwicklung. Und Sherox ist auch geil. Also, wie gesagt, nicht jedes Käfer-Pokémon entspricht so ganz meinen Vorstellungen. Aber es gibt auch Käfer-Pokémon, die ich mag. Das sind jedoch nur ganz wenige. So, Wampel. Wampel zum Beispiel eins. Da, ne, da muss ich sagen, ne, geht gar nicht, ne? Wampel, ne, Wampel nicht ins Team tun. Oder die Entwicklung Schaloko oder Panikon oder Pudox oder Papinella. Ne, finde ich nicht so gut. Also, so, da gibt es auch andere Variationen wie Smetbo oder in der 6. kam, glaube ich, auch noch ein Pokémon dazu. Wie es heißt, kann ich nicht sagen, weil ich die Namen der sechsten Pokémon-Generation noch nicht so gut kenne. Ja. So kann ich die Vorzüge der Käfer-Pokémon nicht erklären. Und welche Ironie, dass Matthias von Kampffalken gekillt wird. Naja. Was, du entwickelst dich? Oh! Und der Kampffalke entwickelt sich sogar noch nach einem Kampf gegen Matthias. Ist das nicht witzig?
weil Matthias so heißt, Kampffalke, natürlich, ne, und so. Grüße an der Stelle, falls du es hier sehen solltest. So, hey, Kampffalke entwickelt sich. Jawoll, Staravia. Na, sieht doch schon eher nach einem Kampffalken aus, als dieses Plüsch-Pokémon. Wie heißt es nochmal? Staraleri? Gut, jetzt ist unser schwächstes Pokémon natürlich unser Shinux. Das müssen wir als nächstes entwickeln. Wenn es geht, allerdings entwickelt es sich wahrscheinlich erst ein bisschen später. Ich schätze es so auf Level 18. Und hier brauchen wir Zerschneider, dann können wir hier vorbei. Leider besitzen wir gerade keinen Zerschneider, aber ich bin mir sicher, dass wir Zerschneider noch bekommen werden. Und hier sind zwei Zwillinge. Wir können diesen Trainer ganz schnell besiegen, oder, Lena? Wir sind die Stärksten in unserer Klasse. In eurer Klasse vielleicht, aber nicht auf einer Route. Zwei Pachirisos, zwei Pikachu Anspielungen oder zwei Pokémon, die Pikachu ähneln sollen. Ja, vom Gesicht her sieht es aus wie ein kleines Pikachu. Da gibt es ja auch in jeder Generation eine Variation von Pikachu. In der ersten Generation ist es Pikachu, in der zweiten ist es Pichu. In der dritten, da ist es Plusle und Minum. In der vierten ist es Pachirisu. In der fünften ist es Emolga. Und in der sechsten ist es, wie heißt das Pokémon? Dingens. Ich komme drauf, ich komme drauf, ich komme drauf. Wie heißt das Pokémon? Ich komme nicht drauf, ich weiß es nicht. Bedenne, genau, Bedenne. Ha, ich bin so gut. Dedenne. Okay, zurück zum Spiel, bevor ich mich hier wieder verquatsche. Silberblick und Kampffalke greift an mit einem Doppelteam. Aus dem Grund, weil ich glaube, dass die Gegner Elektroattacken können. Arme Staravia, umgeben von drei Elektro-Pokémon. Der größte Albtraum eines Flug-Pokémons. An seiner Stelle würde ich jetzt ganz weit wegfliegen. Leider kannst du die Fliegenattacke nicht. Gut, ich senke zunächst die Verteidigung beider Gegner, damit es für uns leichter ist, die dann zu schwächen. Und ich glaube, Staravia geht jetzt in den Angriff über mit einem Ruckzuckhieb auf das linke Pachirisu. Ja, das hat er schon eine Menge abgezogen. Ich glaube, die Silberblick-Methode kann ich mir langsam sparen. Ich meine, das macht ja schon genug Schaden. Gut, jetzt haben wir die Verteidigung beider Pokémon jeweils um zwei gesenkt. Und jetzt sollten wir sie leicht erledigen können. Gut, jetzt gehe ich in Angriff über mit Shinux und greife das linke Pachirisu an und unser Staravia killt das rechte. Ich hoffe, die Verteidigung ist so weitgehend gesenkt, dass es für einen One-Hit-Kill reicht. Und? Na, nicht ganz. Aber immerhin bis zum roten Bereich hat es auch eine Menge abgezogen. Gut, jetzt kriegen wir ein kleines bisschen Damage. Die stupsen uns ja nur ein bisschen an, ne? Deswegen macht es ja nicht so viel Schaden. Ich meine, was wollen zwei Eichhörnchen unternehmen können gegen unsere zwei Killer-Pokémon? Einen Löwen und einen Kampffalken. So, Tackle auf Pachirisu rechts. Das rechte Pachirisu. Jawohl, das rechte Pachirisu muss sterben. Das linke haben wir zuerst erledigt. Und jetzt erledigen wir das rechte. Gut, das war's zum Thema Pachirisu. Die Pokémon können wir später auch fangen. Vielleicht sogar noch in diesem Part, wenn wir so schnell sind. Ah, oh, warte. Gut, das war's auch, glaube ich, auch für diese Route. Hier scheint sie zu enden. Und was finden wir hier? Dem neuen Kugelsaat, eine Pflanzenattacke. Interessant, aber die könnten wir einem Pflanzen-Pokémon beibringen. Haben wir einen Pflanzen-Pokémon? Nein, leider nicht. Aber vielleicht kann die auch ein anderes Pokémon lernen, was kein Pflanzentyp ist. Dann ist zwar kein Step drauf, aber egal. Nein, keins unserer Pokémon kann die Attacke Kugelsaat.
Tja, naja, dann müssen wir es später vielleicht einem anderen Pokémon beibringen. Oder wir bringen sie einem Pokémon gar nicht bei. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Aha, du stellst dich mir in den Weg. Ganz schön mutig. Na komm, Frau Löwe, mach ihn fertig. Oder machen Sie ihn fertig. Ich muss mir angewöhnen, dass ich meine Frau Löwe sieze. Weil ich glaube, das klingt viel lustiger, wenn ich meine Pokémon sieze. Also gut, Frau Löwe, bitte greifen Sie jetzt dieses Stralili an. Das würde mir sehr gefallen. Und? Oh, Sie sind aber keine gute Kämpferin. Frau Löwe, oder soll ich Sie Mrs. Löwe nennen? Mrs. Löwe klingt ein bisschen lustiger als Frau Löwe. Was sagt denn der Andy eigentlich im Originalen? Sagt der Miss Löwe oder Mrs. Löwe? Oder gar nichts von beiden? Vielleicht hat sie die deutsche Synchronisation sich ja gedacht, Mensch, wir geben ihm doch mal für den Namen Frau Löwe. Und, nee, nicht ganz für einen Kill. Ich hätte mir auch gewundert, wenn es jetzt auch ein Kill gewesen wäre. Naja, aber man kann sich nicht alles wünschen. Und reicht's für einen Kill? Jawoll! Und Level 13. Sehr schön. Eine neue Attacke. Bist. Jetzt musst du nicht mehr mit Tackle angreifen. Nette Sache. So, und wir haben Flori erreicht. Die Stadt der Blumen und der Düfte. Also perfekt für Aroma-Ladies. Gut, dann heilen wir unsere Pokémon schnell. Dam 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 dam. Gut, dann sprechen wir mal die ganzen Leute hier an. Hast du Pokémon bei dir? Ist es selbst für ein Kind wie dich sicher, wenn du alleine reist? Ne, muss nicht sein. Es kann ja jederzeit passieren, dass ein Legendary-Pokémon auftaucht. Wie zum Beispiel Entei oder Raikou. Oder Arctos oder Zapdos oder Lavados. Und dann ist man, glaube ich, nicht mehr so sicher, wenn man nur Pokémon hat, die Level 15 ungefähr haben. Gut. Wir sind in der Nähe von Ewigenau. Aber trotzdem ist es noch weit. Du solltest dich für eine lange Reise gut vorbereiten. Tränke kaufen und so ein Zeug. Ja, ja, mach ruhig weiter Werbung. Vor ein paar Tagen habe ich gekämpft und die KP meiner Pokémon wurden immer weniger. Ich dachte schon, das wäre es für uns gewesen. Aber ganz plötzlich hat mein Pokémon die Beere gegessen, die es gehalten hat. Puh. Tja, gerade nochmal so gut gegangen, glaube ich, ne? Alles klar, Flori ist ein kleines Dörfchen. Eine Stadt kann man es, glaube ich, nicht nennen. Ich meine, es gibt keine Stadt, die nur aus 4 Gebäuden besteht, ja? Das ist allerhöchstens eine Ortschaft. So auch wie 2-Blatt-Dorf. Willkommen in Flori, dem Ort der Blumen, Blumen und Blumen. Du solltest auch ein paar Blumenzwiebeln pflanzen. Es leben die Blumen. Flori lebendig und duftend. Hurra. Oh, es sind 5 Gebäude. Okay, ich korrigiere mich, es waren 5 Gebäude. Ich wollte in den Auen von Flori ein paar Blumen pflücken. Aber dann kamen ein paar Typen von Team Galactic in schicken Uniformen. Diese Typen von Team Galactic sind zu den Auen hinter diesem Blumenfeld hier gegangen. Okay, gut zu wissen. Wir müssen sie natürlich ein bisschen nerven, denn wir sind Trolle. Wir nerven jedes böse Team hier in Pokémon. Macht doch jeder. So, hier sind 2 Siedelbeeren. Oder sind es auch mehrere? Nein, nur eine. Die können wir pflücken. Erinnert einem irgendwie an die 3. Generation. Denn dort konnte man auch Blumen pflanzen und pflücken. Und hier sind Amarena-Beeren, die heilen Paralyse. Der Boden ist wieder weich. Alles klar. Beeren, die du pflückst, kannst du an Pokémon verfüttern. Du kannst dir außerdem beim Blumenhändler gegen Accessoires eintauschen. Super. Interessiert mich nicht. Dieses Accessoire- und Pokémon-Mode-Wettbewerb, das ist was für kleine Mädchen. So, was hast du zu sagen?
Ich werde mein Pokémon mit hübschen Accessoires ausstatten und dann mit ihnen zu Jubelstadt TV gehen. So wird jeder in der Region mein Pokémon sehen. Aha, interessant. Bären und Accessoires können nicht in Pokémon Supermärkten gekauft werden. Zu Recht. So, wir kommen, kann ich helfen. Ja, wir haben jetzt einen Orden, das heißt, wir können uns jetzt mehr Sachen kaufen, wie zum Beispiel Schutz, Fluchtseil, Eisheiler, Feuerheiler, Aufwecker, Paraheiler und Supertrank. Das sind Sachen, die wir neu kaufen können, nachdem wir unseren ersten Orden haben. Und was können wir bei dir kaufen? Bitte nicht solche Scheißbriefe. Keine Briefe! Okay, Briefe, Heilball, Netzball. Nicht der Rede wert. Warum baut man eigentlich zwei Verkäufe ein? Ich meine, man kann die doch auch diesen einen anderen Verkäufern doch auch noch in die Liste setzen, diese drei Items. Aber warum dann zwei Verkäufer? Ich verstehe es nicht. Muss ich, glaube ich, auch nicht. Gut, dann schauen wir mal im Blumenladen vorbei und lassen uns ein bisschen beduften hier. Oh ja, verdammt, ich mag so viel Gras. Oh, das ist gar kein Gras. Egal, Blumen, genau. So, okay, jetzt dann, warum stellst du dich mir in den Weg? Geh weg, genau. Schau zu deiner Kollegin hin. Ah, ja, jetzt mich nicht mehr anschauen wollen, genau. Aha, jetzt kommst du sogar auf mich zu, ganz schön mutig. Aus einer einzigen Beere wächst eine Pflanze, die mehrere Beeren trägt. Pflanze, die du an verschiedenen Orten jeweils eine Beere gibst, gibt es mehr und mehr Beeren in der Welt. Ich hoffe, du hilfst dabei, dass mehr Beeren auf der Welt wachsen. Eine Fragia-Beere, das ist echt sehr fraglich, deswegen gibt sie mir eine Fragia-Beere, weil sie mir die Frage stellt, ob ich mich frage, ob ich mir die Frage stelle, ob ich eventuell fraglich ein paar Fragia-Beeren anbauen soll, um ihre Frage fraglicherweise zu beantworten. Genau. So und nicht anders. So, was ist mit dir? Hallo. Hi. Wir tauschen deine Beeren gegen Accessoires ein. Oh je, was hat sie denn? Rotblume, Pinkblume, Weißblume, Blaublume, Orangeblume, Gelbblume, Kotzblume, Schwarzblume, Scheiße, das sind keine Blume, das sind Brillen. Glotzbrille. Komischer Name. Schwarzbrille. Komischer Name. Schönbrille. Süßbonbon. Konfetti. Bundschirm. Altschirm. Scheinwerfer. Kelb. Mikrofon. Surfbrett. Teppichrohr. Flausch. Skibrett. Spiegelkugel. Und Bilderrahmen. Falls ihr das Zeug haben möchtet, dann gebt den Leuten einfach die Beeren, die hier abgebildet sind, mit der entsprechenden Anzahl. Und ihr bekommt diese Accessoires, falls ihr sowas haben wollt. Der Abfallhalm ist leer. Wer hätte es gedacht? Ach ja, übrigens, der Abfallhalm ist leer, ne? Das wollte ich schon mal gesagt haben. Und was ich noch gesagt haben möchte, ist folgendes. Und zwar, der Abfalleimer ist leer, ja. Trainer, bitte pflege Bären, indem du ihnen mit der Enthornkanone Wasser gibst. Aha. Jetzt auch noch Werbung machen, was? Damit ich Pflanze. Damit ihr sie dann sammelt. Und die dann verkauft. Genau, wieder so ein Marketinginstrument. Genau, gibt's den Kunden Ernte. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Enthornkanonen geben. Enthornkanonen? Enthornkanonen? Ja, genau, die geben uns Enthornkanonen, damit wir Sachen einpflanzen. Was die dann einsammeln und dann teuer verkaufen. Wahrscheinlich zum 120-fachen Preis oder 120%igen Preis. So. Gut. Ich wollte in den Augen von Flori. Achso, den Typen hatten wir schon. Das ist der Team Galactic. Typ, der gemobbt wurde von denen. Gut. Und das letzte Haus in Flori. Na, komm, renn doch nicht von mir weg. Ich beiße nicht. Noch nicht. Flori war einst ein öder, verlorener Hügel. Der Anblick machte die Menschen traurig. Und so pflanzten sie Blumen an. Aber nichts wollte hier wachsen. Und niemand wusste Rat.
Und dann eines Tages sagte jemand der Natur Danke für ihre Gaben. Und der Hügel erstrahlte in einer Blumenpracht. Ist das nicht seltsam und wunderschön zugleich? Ja, das ist es. So, ist das ein Pipi? Ja, das ist ein Pipi. Findest du es niedlich, wenn Pokémon Bären pflücken? Ich mach mal ja. Ja, das finde ich auch. Hier hast du eine Tee. Pflücker, oder? Sie enthält die Attacke Pflücker. T88. Das ist das perfekte Beispiel, warum ich die ganzen Leute hier anspreche. Man kriegt auch ein paar TMs, die man seinem Pokémon eventuell beibringen könnte. Aber leider gibt es viele Leute, vor allem Let's Player, die raschen hier einfach so schnell durch. Und das möchte ich nicht. Deswegen lasse ich mir Zeit hier in diesem Spiel und schaue mir jedes einzelne Detail an, wie zum Beispiel hier diesen Typen. Der süße Duft des Honigs hat mich hierher gebracht. Aber ich frage dich und mich, bin ich ein Pokémon oder was? Honig. Okay, der hat wohl zu viel Gras geraucht oder so ein Zeug. Ich liebe es einfach, hier zu sein. Die Atmosphäre ist so wunderbar. Du bist auch hier, um deine Stimmung zu verbessern, nicht wahr? Möglicherweise. So, hoffentlich sind da keine Zecken hier in diesem Blumenfeld. Ich möchte ungern mich impfen lassen dagegen. Wobei, ich bin eigentlich schon gegen Zecken geimpft. Ich war ja bei der Bundeswehr, ne, für 2 Wochen. Und da musste ich mich impfen lassen gegen Zecken. Aber ich glaube, die... Also es war vor... Wann war denn das? 2011, glaube ich, war das. Und ich glaube, das ist schon längst wieder weg, diese Impfung. Sollte mich vielleicht mal wieder neu impfen lassen. Dagegen wäre eine Überlegung wert. Naja, gut. Hier sind 2 Typen, die den Weg blockieren. Krüpel 1. Sind wir von Team Galactic? Oder sind wir das nicht? Und doch müssen wir hier zwischen den Blumen herumstehen. Das ist kein bisschen cool. Hey, hör auf zu motzen. Das ist eine ehrenbare Aufgabe. Aber Käfer- und Pflanzen-Pokémon finde ich einfach nur gruselig. Und deshalb wäre es auch lieber... Wäre ich deshalb lieber woanders. Gut, hier kommen wir nicht vorbei. Und ich glaube, Flori ist weitgehend schon erkundet. Das heißt, jetzt müssen wir nach Osten gehen. Ach ja, wir sollten uns vielleicht noch auf der Map anschauen. Hier in diesem schönen Blumenfeld. Wo wir jetzt gerade sind. Also, wo sind wir denn jetzt? Wir sind gerade in... Ja, stimmt, Flori ist ja logisch, aber wo auf der Karte? Das möchte ich wissen. Ah ja, wir sind hier jetzt nach Norden gegangen. Das zeigt der Punkt hier an. Der Punkt ist quasi der Verlauf, an dem wir gegangen sind. Wir kamen hier von Jubelstadt und sind hier nach Norden gegangen und jetzt sind wir in Flori. Gut, jetzt haben wir die Möglichkeit, hier nach Osten zu gehen, zum Windkraftwerk oder nach Norden in den Ewigenwald. Oder Ewigwald, Ewigwald, genau. In der 5. Generation, da gibt es auch einen Wald, der heißt Ewigenwald. Und hier gibt es einen Wald, der heißt Ewigwald. Gut, hier ist Route 205 und hier finden wir weiter Bären. Eine Sine und die andere Bärenart kenne ich nicht. Halt, nein, das ist gar keine Sine, das ist eine Maronbeere. Okay, dann finden wir hier eine Maronbeere, ist ja auch was. Und das müssten Amrena-Bären sein, kann es sein? Ne, Pirsif-Bären, okay. Der Boden ist wieder weich. Ach, okay, gut zu wissen. Nein! Verdammt! Achso, du bist keine Trainerin. Hilfe, Hilfe, Trainer! Kannst du meinen Papa holen? Er arbeitet in dem Windkraftwerk. Aber die Leute, die aussehen, wie aus dem All, sind ganz fies und wollen mich nicht hineinlassen. Oh. Hilf dir selbst. Fangen wir ein Pokémon, ich gebe dir einen Pokéball. Hier. Nein. Natürlich müssen wir jetzt den Typen retten. Gehen wir mal in den Ewigenwald. Wir Team Galactic erforschen den Ewigenwald. Oder Ewigwald. Kein Schritt weiter. Zu unseren Forschungen gehört es auch, Pokémon in den Blumenfeldern von Flori aufzuspüren. Wir nutzen die Energie, die im Windkraftwerk entsteht, ebenfalls, aber das geht dich gar nichts an. Ach, nette Leute. Gut, dann hier ist das Windkraftwerk. Hier kann man freitags ein Driftlon fangen. Freitags um einer bestimmten Uhrzeit, 18 Uhr müsste es glaube ich sein. Ich bin mir nicht sicher, welche Uhrzeit genau. Ich vermute mal 18 Uhr. Aber was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass man hier am Freitag einen Driftlon finden kann. Also falls ihr einen Driftlon haben wollt, dann geht am Freitag
Dorthin. Welche Uhrzeit kann ich euch leider nicht sagen, da ich es nicht genau weiß. Ich vermute mal 18 Uhr und ihr werdet hier einen Drifflon finden. Gut, aber hier ist ein Team Galactic, Fuzzi. Wage es nicht, in das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, dass jedem, der nicht zu Team Galactic gehört, der Zutritt verboten ist. Aber du siehst mir so aus, als würdest du doch versuchen wollen, hineinzugehen. Also gut, dann lass uns um den Zutritt kämpfen. Alles klar. Alles klar, wie heißt das Pokémon? Ich kann den Namen nicht aussprechen. Charmian, okay. Erinnert mich ein bisschen an Ineku, da es einer Katze ähnelt. Allerdings ist das im Vergleich zu Ineku ein böses Pokémon. Denn dieses Pokémon ist vom Typ Unlicht und es kann fiese Unlichtattacken. Wer hätte es gedacht? Gut, jetzt würde ich vorschlagen, wir kämpfen jetzt mal gegen dieses Charmian. Leider kann ich das Pokémon nicht mit Biss angreifen, da Unlicht-Pokémon, sagen wir mal, relativ stark gegenüber Unlicht-Attacken sind. Das heißt, wenn ich jetzt mit Unlicht-Attacken angreife, ist die Attacke nicht effektiv. Das heißt, ich greife mit einer Tech-Attacke an. Ach ja, wir werden übrigens in diesem Let's Play ein Charmian brauchen. Für eins unserer Team-Pokémon. Ich habe nämlich was Spezielles vor. Was werdet ihr noch sehen? Also ich kann schon mal vorher sagen, wir brauchen ein Charmian in diesem Let's Play. Für unser Team. Aber wir werden es nicht ins Team aufnehmen. Nur so als kleiner Hinweis. So. Alles klar, boah, das dauert ja ewig, bis wir dieses Charmian mit Tackle gekillt haben. Soll ich vielleicht Silberblick einsetzen? Ich glaube, das müsste das Ganze ein bisschen verschnellern. Ja, genau, ich benutze mal Silberblick. Der greift ja eh nur mit Heuler an. Natürlich könnte ich mein Pokémon auch austauschen, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich möchte ja, dass Frau Löwe die volle EP-Anzahl bekommt. Und wenn ich es jetzt austausche, dann kriegt ja ein anderes Pokémon auch noch ein paar Erfahrungspunkte dazu. Und das möchte ich nicht. Ich möchte ja, dass unser Shinox die volle Erfahrungspunkteanzahl bekommt. Gut, nochmal Silberblick und dann gehe ich wieder in den Angriff über. Die Flinkklaue macht sich wieder bemerkbar. Gut, die Verteidigung von Charmian ist jetzt minus 3, aber unser Angriff ist minus 6. Glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass es nur minus 5 ist. Und wie viel zieht der Tackle jetzt ab? Wir haben eine verringerte, wir haben einen verringerten Angriffswert, aber Charmian hat eine verringerte Verteidigung. So, es läuft ziemlich gut für uns. Ich glaube, unser Shinox müsste das schon schaffen. Noch ein Tackle und dieser Kampf ist beendet. Gut, das war das Charmian von ihm. Hast du noch ein zweites? Nein, hat er nicht. Okay. Als ob ich mit einem Pokémon wie diesem überhaupt eine Chance hätte. Ach, jetzt schiebst du die Schuld auf deine Pokémon. Es sind immer die Pokémon schuld. Genau, nicht der Trainerskill oder so. Nein, nein, nein. Es sind immer die Pokémon schuld. Na, wenn das nicht großartig ist. Von einem dummen Bike aufs Kreuz gelegt. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich mich mit meinem eigenen Schlüssel hier einschließe. Dann gibt es nur noch einen weiteren Schlüssel. Und den haben meine Kollegen, die im Blütenfeld stehen. Und so werde ich vom Verlierer zum Gewinner. Ha! Rumsklink. Mann, was für ein Weichei. Aber gut, dass er uns gesagt hat, dass seine Kollegen einen Schlüssel haben. Was wiederum heißt, dass wir jetzt auf seine Kollegen losgehen werden. Zunächst heile ich allerdings meinen Shinox. Und dann beende ich den Part auch schon, dann bekämpfen wir im nächsten Part Team Galactic. Und retten den Typen, der gekidnappt. Oder gekidnappt heißt es ja nicht, ne? Der als Geisel genommen wird. Genau.
Mann, Pokémon hat jetzt, wenn es mir so auffällt, denselben... dasselbe Normal. Also Pokémon hat was mit Counter-Strike dasselbe. Also Counter-Strike hat was gemeinsam mit Pokémon. Sagen wir es mal so. Man muss nämlich Geisel befreien. So. Erst beim dritten Mal konnte ich mich gescheit ausdrücken. Unglaublich. So, also jetzt sind die Typen hier weg und im nächsten Part schauen wir uns an, was sich hier drin befindet. Und ich hoffe, ich verspreche mich im nächsten Part nicht mehr so häufig, wie ich es in diesem Part gemacht habe. Also dann, hoffen wir, dass der nächste Part ein bisschen besser von mir produziert wird. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, macht's gut, euer Janka. Ciao.